everything changes. Ein allerherzlichstes, superherzliches, das allerherzlichste gibt es ja überhaupt nicht. Superherzliches Willkommen zu Mittelerde, Schatten des Krieges. Wir sind hier, wo sind wir hier eigentlich? Bin gerade so auch wieder eingestiegen. Ist das? Haben wir hier? Mal hier kurz schauen, was das denn ist. Das ist ein Schnellreisepunkt. Jetzt muss ich das Ding hier reinigen. Ach. Das ist so ein Punkt jetzt. Mal schauen, mal hier rumscannen. Tilidin. Itildin, was auch immer das ist. Schauen wir uns nachher vielleicht mal an, vielleicht auch nicht. Da ist auch was. Nochmal dasselbe. Und hier ist noch was. Hier sind die Hügelgräber. Da gibt es bestimmt wieder eine kleine Geschichtsstunde. Erinnerung Kankras, also dieser Spinnenfrau. Und es gibt noch mal was zu entdecken. Wir haben es ja inzwischen richtig raus. Ist das ein gondorisches Artefakt? Also wild rumspinnen. Ja, hier ist doch ein Kreis. So. Kein Problem für mich. Doch, irgendwie schon. Doch, hier, zack. Nochmal Itildin. Und... ganz oben. Nochmal eine Erinnerung Kankras. Also die befindet sich über uns. Jetzt haben wir nochmal was. Aber langsam irgendwie keine Lust mehr. Minispiel nutzt sich doch ein wenig ab mit der Zeit. Das heißt mit der Zeit, wenn wir jetzt schon direkt am Anfang abgenutzt. Gondorisches Artefakt. Noch ein dicker Spin hier so auf allen Höhen. Ah, hier hätten wir was. Moment. Machen wir das Ganze noch komplett. Ja, los, komm schon. You're wasting my time. Da. Und noch ein gondorisches Artefakt. Jetzt können wir auch rausgehen, weil wir alles, aber auch wirklich alles restlos gereinigt haben. Müssen uns... Wohin wollen wir überhaupt? Wir haben einen unbekannten Hauptmann, den machen wir jetzt einfach platt. So. Wheel up. Sprinten, wheel up. Moment. Boah, es geht ja brutal ab. Der Hammer. Also, sehr bald werde ich mit Controller spielen. Einzig aus dem Grund, dass das solche Spiele dafür gemacht sind. Die machen wir jetzt eben kurz platt. Ich habe auch keine Lust zu schleichen. Sind eh alles keine Gegner für uns. Euren billigen Angriffen von hinten könnte mir gar nichts. Und du hier. Wir werden aber von irgendwo beschossen. So. Hässlicher Kerl. Oh ne, lass den bitte nicht raus. Das ist ja voll schäbig. Wir müssen den Hauptmann umbringen. Wir haben keine Zeit für euch. Siehst du den Schild? Er wird all deine Schläge abfangen. Und wenn du erschöpft aufgibst, spieß ich dich auf. Oh, du bist ja eins hässlicher Dude. Mit WASD zielen, dann Space über ihn hinweg zu springen. Ah ja, das kriegen wir schon hin. Ha, langsamer Vollidiot. Dein Schild bringt dir halt relativ wenig, wenn du uns den Rücken hinstreckst. Hahaha, Lappen. Kein Gegner. Wir werden ihn so richtig auseinandernehmen. Oh, hast du schon solche Schwierigkeiten? Das ist blöd. Wir sollten uns noch nicht so in die Ecke drängen lassen, sonst geben wir ihm hier zu viel Raum. Was willst du eigentlich von mir hier die ganze Zeit? Du hier,
abhauen. Gibt hier nichts zu sehen. Doch. Ich mache hier alle platt. Bin überhaupt nicht betäubt. So. Diese Schmerzen, diese Qualen. Oh, Verzeihung, mir tut nichts weh. Ich beschreibe nur, wie sich die nächsten Minuten für dich anfühlen werden. Schmerzen, Qualen. Ja, trotzdem tot. Wow. Das ist ganz schön optimistisch. Also dieser Optimismus gefällt mir doch. Angesichts dessen, dass er einfach überhaupt keine Chance bisher hatte. Wir hier die ganze Zeit über ihn drüber hüpfen. Also der muss sich echt verarscht vorkommen. Okay, dann stirbst du, wenn du dem Tod trotzen willst. Freund der Nacht. Und tschüss. Nein. Du hast mir meinen coolen Moment versaut. Und tschüss. Tschüss. Und du hast auch mitgemischt. Du wirst auch sterben. Okay, einen Hauptmann weniger, um den wir uns Gedanken machen müssen. Eine Rüstung des Waldläufers bekommen. Oh, die ist schon besser als unsere. Gönnen wir die uns mal, auch wenn die optisch irgendwie gar keinen Effekt zu haben scheint. Aber ist klar. Jetzt mal hier hin. Locke den Kommandanten des Außenpostes davor, indem du seinen Jäger tötest. Ein Sieg über den Kommandanten deaktiviert den Alarm. Und jetzt endet die Jagd. Das ist der Kommandant. So. Das ist ein Jäger. Da habe ich gerade was zum Geier. Okay, dann liegen wir hier mal rum. Hat er irgendwas kapiert? Zack. Knipsen jetzt alle aus. Silent Headshot Style. Kriegen ja gar nichts. Voll dumm, Alter. Oh Gott, seid ihr low. Wie ging nochmal dieser Sprungangriff? Und hör mal auf, hier in die Luft zu schlagen, ist ja höchst albern. Arsch versohlt. Immerhin. Ordentlich gespankt. Und ein Knie und zack. Und Feierabend. Noch einer mit ein bisschen Flammen dazu. Und hier reicht's. Ja gut, dann machen wir halt eben das große Jäger vernichten. Bist du eigentlich? Und hier. Wir haben eine Klinge für jeden von euch. Und hier links und rechts und links und rechts. Was ist das? Warte, Moment. Hey. Wo dieses Lebensjuwel bestaunen. Was fällt euch ein? Zack, 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 zack. Okay, wir sind da ziemlich angreifbar, wenn wir hier gerade diesen Move machen. Take this headshot, bitch. Oh oh. Meine Jäger hatten doch noch keine Erlaubnis zu sterben. Wer war das? Ja, was zum Teufel? Was so ein billiger Move hier? Moment, ich brauche kurz dein Leben, sonst können wir gegen deinen Boss hier nicht ankommen. Nimm's nicht persönlich, ja? Alles gut. Bleib mir weiterhin gewogen. Das. Ein bisschen Geld. Das. Ein Juwel. Sollten wir irgendwann mal begutachten. Aber ich mache jetzt erstmal den Jäger kaputt. Waldläufer! Schon mal in dem Kraut gehäutet? Das dauert Tage, bis ich fertig bin. Aber dich... Oh, dich habe ich im Handumdrehen gehäutet. Du bist schon ein nicer Dude, auf jeden Fall. Nur leider wird es nichts mit dem Häuten. Verzeih mir, auch wenn da dein komischer Handlanger ankommt, um dir zu helfen.
Du wirst sterben, jeder andere auch. Du bist einfach zu langsam, Boy. Ja, jetzt sobald man mal auf freier Fläche kämpft, sind die Gegner halt wirklich, finde ich, jetzt nicht mehr so hart. Aber wahrscheinlich kriege ich gleich ordentlich in den Hintern versohlt, aber... Jetzt, Mann, lauf doch über diese Schwelle, echt. Der hat gesessen. Das hat gesessen, jetzt kriegt er richtig böse Treffer. Und Bodenhinrichtung. Er will sich nicht am Boden hinrichten lassen. Der kann echt gar nichts. Oh, das sieht gut aus. Das goldene Schwertsymbol erregt meine Aufmerksamkeit. Wir haben einen Fähigkeitsposten, im Außenposten einen Fähigkeitspunkt erhalten. So. So ist das nämlich. Und was haben wir hier? Seltene Ausrüstung. Das wollen wir uns doch gleich mal anschauen. Oh, ein Rohirrim-Dolch. Selten. Gerade von Guragul-Jäger. So ein Signature-Dolch sozusagen. Richtig cool. Sollten wir mal schauen, was wir für Aufträge überhaupt haben. Niemandsland. Schließ dich Baranor an und trage den Kampf nach Mordor. Dann sollten wir dies einmal tun. Wir sollten nach Minas Ithil zurück. Der Kampf wird nicht nur an der Front entschieden. Können wir uns mal die Ratte. Okay, dann laufen wir mal zurück zum Punkt. Das ist auch eine ganz schöne Strecke. Vielleicht mache ich da auch einen Cut rein. Wenn man 2000 Fuß. Wir haben noch eine Fertigkeit offen. Wird irgendwie wieder gern was in Richtung Fernkampf machen, auch wenn das letzte wirklich so ein ziemlicher Griff ins Klo war. Aber das Festnageln ist echt nicht schlecht. Ich möchte gerade wirklich vermeiden, dass ich noch weitere komplizierte, nicht für euch, nicht so komplizierte Tastenkombinationen dazu bekomme durch neue Fertigkeiten. Mich überfordert das immer ein wenig gerade. Vor allem bin ich diese Tastatursteuerung in solchen Spielen nicht so gewöhnt. Allgemein bin ich solche Spiele nicht so gewöhnt. So eher der typische Shooter-Spieler. Nervt mich doch nicht. Ich habe keine Zeit, mich mit euch zu beschäftigen. Ich habe ganz andere Geschäfte am Laufen, Leute. Ihr seid nur kleine Würstchen. Ich spiele nur mit den richtig großen und coolen Kids. Kommen wir da lang? Hast du das gehört? Ich seh den Spinnen. Naja, heute nicht. Ich will keinen Karagor brechen. Ich möchte einfach nur friedlich zu meinem Ziel. Ja, er wird sich voll beschossen. Die kommen. Aber wir sind einfach zu schnell. Saurons Heer wächst immer weiter. Die Männer Gondors müssen tiefer in Mordor hineindringen. Tiefer hineindringen. Oh ja. Wie tief müssen wir denn noch hineindringen, bis wir endlich an diesem gottverdammten Wegpunkt sind? Ich finde egal, ob es ja Alarm gibt oder nicht. Können wir den Wurm mal mitnehmen, oder? Oh, der Wurm hat ganz schön viele Homies. Hahaha, schlechte Deckung. Hahaha, ihr Opfer. Das war ein Versagen auf ganzer Linie. Erzähl mir was zu ihm. Krosch, der Alchemist. Stufe 5. Lass mal. Why so serious? So. Es ist schön, dass du hinter mir bist, aber ich möchte gar nicht mit euch spielen, Mann. So, ein Geschwindigkeitsschub und dann sind wir auch weg hier. Extremes Auschecken. So. Starten wir das Questlein mal. Baranor, dir sind doch nicht etwa die Orks in der Stadt ausgegangen.
Ein paar sind noch übrig, aber wir jagen einen bestimmten. Den letzten Leibwächter des Häuptlings, der die Belagerung anführt. Häuptlinge sind überaus mächtige Orks, die oft von Hauptmännern beschützt werden. Bla 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 bla. Okay, da gibt's Hauptmänner, die bewachen einen Häuptling. Okay, halten wir mal Escape gedrückt. Also, das ist so der Obermods. Und er hier, er ist so sein Homie, sein Leibwächter. Oh, der hat ein schickes Reittier. Okay. Wir haben es wohl auf denselben Ork abgesehen. An einen Häuptling gelangt man über seine Leibwächter. Du klingst, als hättest du Erfahrung damit. Mehr als genug. Ich werde dir folgen. Ich hab genug von Spinnen und Ghulen. Warum können wir nicht weiter marschieren und Menschen packen? Brauchen wir eigentlich irgendwie nicht. Ein paar Dutzend. Lass mal, wir brauchen Paranoa nicht. Können wir ihm hier den Tötungsbefehl erteilen? Ja, wir schicken ihn einfach in alle riskanten Szenarien. Wir uns nicht schmutzig machen müssen. Hätte ich jetzt ja genauso gut selber machen können. Komm, töte du ihn, ich nehme ihn. So. Das war doch Teamwork. Nice. Also nimm du den und den anderen. Der ist aber. Der ist echt schneller als ich. Zu spät. Heul doch. Das ist die Auftragsgegend. Was denn hier? Achso, ich dachte, dieser Mini-Vulkan wäre hier von Belang. Wir müssen die Spur fokussieren. So. Folge der Spur des Leibwächters. Gut, dann du den einen, nicht den anderen. Ist das okay? Zack und zack. Das ist Teamwork, meine Freunde. Guter Mann, der Baranor. Aber der schaut zu ihm, deswegen muss er es schon clever machen. Sehr, sehr schön. Kommen wir ohne Alarm hier durch? Zufällig stehen auch immer genau zwei da. Links, ich rechts. Und das ist für Minasiti. Da hätten wir sie beide. Mein Blatt. Pass! Du redest zu viel, mein Freund. Du redest einfach zu viel. Wenn uns mal das Leben ausgeht, können wir uns hier eine Ratte einverleiben. Auch nicht schlecht. Ist noch einer. Mein Blatt. Ich mach ihn platt. Und du kannst hier gleich weitergehen, Baranor. Sehr schön. Jetzt haben wir hier aber einen aufgeschreckt. Aber er kann da nicht von profitieren. Aber er sieht hier jemand. Seid ihr weit ab der Heimat? Arme kleine Bleichhäute. Keine Sorge, bald seid ihr alle tot. Okay, da hat uns der Spurensucher glatt gefunden und da haben wir ihn gleich mal von seinem Reittier getrennt, weil. Warum zum Teufel stürzen wir uns jetzt zuerst auf den Bauer nebendran? Aua! Erstmal wieder das Bauernopfer fällen hier. Wir nageln ihn fest. Hahaha, scheiße. Läuft nicht so. Aua. Verdammtes Vieh. Okay. Eigentlich wollte ich keine Tiere töten. Okay, Baranor erledigt den ganzen Alleingang. Okay. Aber jetzt zu dir. Es tut mir fast leid um den Häuptling, den wir jagen. Ohne seine Leibwächter wird er einsam sein.
Er wird ihnen schon sehr bald folgen. Gut. Wenn jetzt Gefolgsleute rufen. Und ja, auf zwei können wir sie eben rufen. Ja. So. Der Häuptling, den Baranor sucht, ist nur einer von vielen. Sie werden ihre Angriffe auf. Beilhagel. Kehre zu Kankra zurück, um mehr über Gefahren von Minas Ithil zu erfahren. Und die haben wir niemals dann abgeschlossen. Gut, dann müssen wir hier wohl den Kankra-Auftrag machen. Dann steht unser Weg fest. Wir müssen sie alle töten. Und wir brauchen die Hilfe Gondors, um es zu tun. Blitzen wir mal schnellstmöglich zu Kankra. Auch wenn ich wieder zu den blassen Schimmer habe. Hier gleich mal sein Schild zertrümmern. Aua! Nicht so die Ahnung, wo ich jetzt am besten durchlaufen soll. Der ist ja ganz schön hartnäckig. Wird es uns auch was fallen? Was hast du denn für uns? Juwel des Wohlstands. Oh. Wir werden ja schon beschossen. Oh nein. Schon bald wird die große Schlange kommen und die Welt verschlingen. Warum laufe ich? Erst muss sie von Menschenpack gesäubert sein. Nur dann ist sie ihres Schlundes würdig. Stirb, stirb, mach Platz, Alter, für das große Verschlingen. Oh. Ja, also Morgai fliegen finde ich nicht geil. Ich glaube mal gucken, wo wir hier Morgai-Fliegen auftreiben können. Haben wir hier irgendwelche? Hier? Ja, da sind doch welche. Nice. Werden wir auch gleich mal einsetzen. Hallo. Lass mich mal hier hin. So. Ja, Jungs. Komm mal her. Komm. Na, komm mal her. Komm. Oh, das sind ganz schön viele Jungs. Warum sind die alle so hässlich? Ja, es sind Orks. Richtig. Aber trotzdem. Wir müssen hier mal kurz ein bisschen touchen. Ist das schon? Ist das schon? Jawohl. Und Feuer. Oh. Hat er wieder so ein Schild? Dann müssen wir ihm schön ins Kreuz treten. Alter. Etwas giftig, der gute Mann. Ich glaube, dieser Schildschlag, der haut ganz schön rein. Und was willst du hier eigentlich wieder? Habe ich die Null gewählt oder warum kommt jetzt hier dieser Lakai an? Headshot. Was? Ich dachte, du wärst ein kleiner Schleicher. Aber das ist noch besser. Was ist eine Prügelei ohne Chaos? Nicht? Zoom. Ist aber mega unfair. Wir müssen das. Ja, sie sind beide solche Schildspackos. Echt unfassbar. Nimm das mal das hier, Bitches. Ah, läuft nicht so bei dir, was? Oh mein Gott. Wir müssen erstmal einen aussaugen. No homo. Eine Ratte. Jawohl, wir gönnen uns hier eine Ratte. Oh, Alter, doch so ein großer! Oh, wir brauchen dringend. Hallo, ich brauche dringend Hilfe! Ich brauche noch mehr Hilfe. Viel mehr Hilfe. So, jetzt wird es eine richtig schöne Keilerei hier. Haben wir nämlich nicht die komplette Aufmerksamkeit. Wir müssen jetzt aber gucken, dass hier unsere Gondor-Soldaten nicht so schnell draufgehen. Und erstmal wieder die kleinen Bauern eliminieren. Und jetzt nutzen wir das aus, dass er sich unserem Kollegen widmet. Hauen ihm ganz böse in den Rücken, verpassen ihm richtig heftige Treffer. Sehr schön, der fällt gleich. Oh. Wir müssen weg, sonst gehen wir hops.
müssen uns wieder mal eine Ratte gönnen. Wo sind die Ratten? Wo sind die Ratten? Sehr schön, viele Ratten. Nami! Und du hier. Wo sind meine Gondor-Soldaten hin? Sagt mir jetzt bitte nicht, dass sie alle tot sind. Und der ist auch tot. Cool. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen rumtaktieren. Das hier vielleicht. Ist natürlich jetzt blöd, wenn man eben schießen möchte und keine Geschosse hat, ne? Ist ein blöder Moment. So. Was möchtest du von mir? Du warst der Erste, also stirbst du auch als Erstes. Wir müssen schnell weg. Er macht ja wieder dieses Aufbäumen. Das ist echt ganz schön tricky, kann ich euch sagen, gegen Meere. So. Oh nein! Das macht so viel Spaß, um aufzuhören. Och Mann. Hab das gesehen. Es war so verflucht knapp. Und wie viele Schildtypen wir langsam sind. Ich habe immer noch keine Pfeile mehr. Gibt's da oben welche Pfeile? Wenn wir uns da oben ein paar Pfeile gönnen. Habt ihr irgendwo Pfeile für uns? Aber die Frage, habt ihr Pfeile oder was? Okay. Es ist Zeit für Elbenwut. Das ist einfach zu viel für ihn. Das ist zu viel für ihn. Das ist zu viel für alle. Geballte Elbenwut. Er blockt die einfach, oder? Nein. Er hat aber Pfeile. Also du Pfeile für mich, oder was? Er hat doch Pfeile in sich. Gib mir Pfeile. Und du hier. Das war ein schlechtes Timing. Und du kriegst ja auch gleich deinen Willkommensgruß, wenn du hochkommst. So. Er hat meine Hinrichtung geblockt. Das fällt dir eigentlich ein. Schurke. Zack. Auch er beißt letzten Endes ins Gras. Und sieht die Radieschen verdientermaßen von unten. Das war aber auch richtig unfair. Absolut ehrlos, diese Orks. Schauen wir das mal an, was sie uns mitgebracht haben. Ja. Besser als unser derzeitiges Cape. Gehört nicht viel dazu. Und das interessiert mich ganz besonders. Ja, wieder so diese Schleichwaffe, oder? Was ist das? Das Numenorer Schwert von Zun dem Schwätzer. Das kann einen Feind, glaube ich, vergiften. Nice. Glaube ich jedenfalls. Also mit dem Bonus, der muss erst noch freigeschaltet werden. Wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt. Das geht ja Schlag auf Schlag. Hauptvogel, halte die Maus gedrückt, um die Zeit zu verlangsamen und zu ziehen, wenn du in der Luft bist. Boah, das ist ja nice. Fällt mir gut. Okay, Leute. Aber ich finde, das reicht erstmal für den Moment. Wir sind wieder fast eine halbe Stunde hier dran. Müssen wir nach draußen eindeutig bei so schönem Wetter. Also zumindest, wo ich das aufgenommen habe, war schönes Wetter, nur so als Randnotiz. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Liken und abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und aufmerksam bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Macht's gut. Ciao. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.